Der Sommer hat gerade mal begonnen, da präsentiert ein bekanntes Wiener Modelabel bereits den neuen Katalog zur kommenden Herbst-Wintersaison. Das ist das Verrückte in der Modebranche, dass wir uns irgendwann mal selbst überholen werden und dann passt es wieder. Aber wir haben halt jetzt eigentlich schon unser zweites Herbstprogramm ausgeliefert, wobei der Herbst bei uns eigentlich nur Überschrift ist, weil es ist Ware, die man auch jetzt tragen kann. Zum Beispiel meine Bluse bis zu einem Tag wie heute ist das natürlich ganz okay. Oder auch wie Sommerkleidchen, die wir jetzt in der Übergangszeit ausliefern, halt in den neuen Herbstfarben, kann man natürlich schon gleich anziehen und das ist ja wichtig. Geht es nach den Jahreszeiten, haben die prominenten Fans des Familienlabels jedoch unterschiedliche Vorlieben. Trotz der tollen Mode bei Jones muss ich sagen, dass ich der Sommertyp bin, vielmehr noch der Frühlingstyp, weil ich so gerne diese Vorfreude habe und diese Frühlingsgefühle und alles das, was mit Frühling zusammenhängt, steht, das ist etwas, was mich wirklich, das ist einfach toll, wenn man so alles wieder so spürt. Naja, jetzt natürlich genieße ich den Sommer, man soll eben hier und jetzt leben und wir haben eh lange genug gewartet auf den Sommer. Also momentan bin ich noch voll im Bikini, eigentlich sehe ich mich im Bikini herumspringen. In Wien ist es ja immer so, einmal ist heiß, einmal ist kalt, deshalb ist es jetzt noch nicht so ein großer Unterschied gerade für mich da und deshalb freue ich mich auch wieder auf die Wintersachen, weil es sind wirklich super Sachen dabei dieses Mal. Ich mag lieber Herbst, Winter, weil ich da mehr anziehen kann. Und wenn man mehr anhat, man die Figur nicht so sieht. Ich bin eher der Sommertyp. Mein Mann ist eher der Wintertyp. Ich bin sehr froh, dass wir in einem Land leben, wo es vier Jahreszeiten gibt, weil so schaffe ich den Winter und er den Sommer und alles ist gut, sagen wir mal so. Jede der Damen ist halt ein ganz eigener Typ. Eine Vielfalt, die jetzt auch im aktuellen Katalog zu bewundern ist. Wie sich die Neo-Models vor der Kamera gemacht haben? Aileen ist ja ein professionelles Model, also mit der ist es sozusagen das Übliche, aber die anderen, es ist einfach ein nettes Team, es ist viel persönlicher, es ist viel, eigentlich muss ich ehrlich sagen, auch lustiger, weil es unprofessioneller ist. Es sind eher Pannen und Hoppalas drinnen. Und das ist mal was ganz anderes und es macht schon sehr interessant und vor allem auch sehr lustig. Nein, ich freue mich sehr, dass ich da ausgewählt wurde und dass ich hier modeln darf für ein österreichisches Label. Das ist wirklich eine neue Erfahrung für mich und es war bisher wirklich nur ein Vergnügen und macht wirklich Spaß. Getrennt vom Katalog wurde auch die Kollektion We Love Party vorgestellt. Und auch in diesem Punkt haben die Testimonials durchaus unterschiedliche Ansichten. Ich bin manchmal eine Couch-Potato, aber dann mag ich schon wieder die Sau rauslassen. Also immer so phasenweise, aber ganz im Herzen mag ich schon Party doch, oh ja. Also ich bin sicher nicht jetzt der Partyhopper, aber ich gehe schon ab und zu gerne auf eine Party. Meine Partyzeit war mit 19 vorbei. Ich bin mit zwischen 16 und 19 wäre ich am liebsten jeden Tag nur weggegangen und nur Leute kennenlernen, nur tanzen, nur Jungs und nur weggehen. Und ab dem Moment, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, war das schlagartig vorbei. Es hat mich nie wieder interessiert. Ich meine, in meinem Leben spielt beides eine Rolle. Ich gehe sehr gern aus und habe natürlich jetzt dadurch, dass meine großen Kinder eben schon groß sind, auch wieder viel mehr Möglichkeiten wegzugehen. Und Party machen kann man, wenn man will, ja auch das ganze Jahr. Bei Jones gibt es auf jeden Fall das passende Outfit dazu.